Ja, Marco, jetzt sind wir hier beim Schlosser Ganz und du fliegst jetzt hier. Marco Schnell, also, du machst das eigentlich so ein bisschen semi-professionell, inzwischen doch sehr professionell, gell? Du bist so Redakteur bei der Prättigauer Zeitung, aber eben, wenn du Drohnen fliegst, dann ist das alles legitimiert. Du hast ja Prüfung gemacht. Also wenn du das Hemdchen anleihst, das ist wichtig, gell? Das finde ich relativ wichtig, dass die Leute offiziell sehen, wer da hinter dieser Drohnengeschichte steht. Und dass man das nicht im Geheimen macht. Ja. Genau. Das hast du bei der Prüfung gelernt? Das habe ich dort gelernt und habe auch schon sehr positive Erfahrungen gemacht, dass man da weiss, ja, wer dahinter steckt. Da genau. So, Wahnsinn. Du, also, wenn ich einfach meine Drohne für immer noch ein bisschen fliege, dann ist das eigentlich nicht gerade so eine tolle Sache. Ja, du. Es hat eben so viele schwarze Schafe mittlerweile umeinander, dass die Leute ein bisschen vorsichtig sind. Aha. Und skeptisch. Ja. Und darum ist es wichtig, meiner Meinung nach, dass man sich sehr seriös an die Regeln hält, die mittlerweile oder wo gelten. Und ja, auch entsprechende Lizenzen erwirbt, wenn es irgendwie möglich ist. Und natürlich abklärt, bevor man überhaupt geht fliegen, was da in dem Luftraum für die Gesetze und Vorschriften sind und die entsprechend auch einhalten. Und darum, du hast hier noch etwas in der Hand. Was hast du denn hier noch? Vorsicht, Drohne macht Luftaufnahme. Bitte hinter Pilot stehen. Danke. Das, ist, das geht nicht gleich richtig wie Chile. Aha. Die Leute müssen sehen, dass das nicht irgendwie ein Spielzeug ist und dass man da, sich offiziell an die Gesetze hält. Darum tue ich das immer eigentlich vor dem Landeplatz und hinter dem Landeplatz aufstellen, dass es da keine grossen Diskussionen gibt und die Leute wirklich ein bisschen vorsichtig sind. Ich bin doch jetzt auf dich fokussiert, aber ich höre hinten dran, wir erregen schon Aufmerksamkeit. Du siehst das eher, gell? Genau, ja. Kommen schon schauen. Und du hast vorhin gesagt, auch wegen dem Gebiet ist es wichtig, wir sind so im Schlosser Ganz. Aber wenn wir runter schauen, dort Richtung Liechtenstein, Richtung Balzers, das spielt eine gewisse Rolle dort, gell? Richtig, wir befinden uns hier in der Flugverbotszone vom Heliport Balzers. In dieser 5-Kilometer-Zone. Und da muss man gesetzesmässig ein Einverständnis haben von dem Flugplatzbetreiber. Und das ist der David Vogt, den ich kontaktiert habe. Ja. Und der hat jetzt eigentlich das Einverständnis gegeben, dass man hier da fliegen kann. Sonst ist es verboten, grundsätzlich. Jetzt sehe ich hier, dass wir ganz sind wir hier im Bereich des Flugplatz Balzers. Darum musste ich da müssen fragen. Ja, wir wissen, es gibt ja zum Teil gefährliche Situationen, haben wir erlebt, gell? Also zum Teil in den Medien. Richtig, so. Eben, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Viele schwarze Schafe, die keine Ahnung haben von der Gesetzesgebung und sich einfach irgendwie dementsprechend auch nicht daran halten. Man hört dann wieder, dass irgendwie der Anflugschneise vom Flugplatz Zürich fliegen oder irgendwie der Datenschutz, der auch sehr ein wichtiges Thema ist, nicht einhalten. Und das schadet natürlich im ganzen Ruf von dieser Drohnengeschichte, die eigentlich sehr eine positive Geschichte ist. Wir sind eine Stunde Flugplatz Bad Ragaz. In diesem Umkreis sind wir hier jetzt nicht. Da sind wir knapp draußen. Balzer sind wir drin. Ja. Aha, aha, aha. Und sonst hätte ich dem Flugplatzleiter Ragaz auch noch Funk gegeben. Wo natürlich, als ich den Film gemacht habe von Maienfeld, immer wieder ein Thema war. Ich musste alle zweiten Tage vielleicht anrufen, dass ich dort fliegen. Und das ist eigentlich, hat sehr gut geklappt, die Kommunikation dort. Ja. Eben, du machst natürlich auch Film, also der Film von Maienfeld kennt man, es hat einige andere auch. Also man kann die eigentlich bestellen als Drohnenpilot, wenn man ein Projekt hat, oder? Richtig, ja. Es hat viele, die anfragen, zum Beispiel wegen Luftaufnahmen, dass sie irgendwie eine Baustelle fotografieren oder ihr Häuschen oder ein Immobiliengeschäft, wo eine Immobilie aufs Internet tun wollen. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo man das kann sinnvoll nutzen kann. Und apropos Bad Ragaz, also du hast eben eine Prüfung gemacht, gibt ja ohne du in Dreh, gell? Ein Due gemacht. Du bist, glaube ich, sogar ohne verschrocken, was man alles hier können muss. Ja, das war relativ happy. Das Uno war relativ harmlos. Also meinst du, er könnte auch? Uno. Absolut, ja, du würdest als Due herbringen. Bin mir so sicher. Aber es ist, wird da einiges verlangt, bei dieser Due-Geschichte fängst. Aber ich finde es gut, dass man mindestens mal das Uno hat. Weil dort sind die Grundlagen von dieser Gesetzesgebung sind dort dann schon gut behandelt. Musst du denn fliegen bei diesen Prüfungen oder einfach... Beim UNO noch nicht, beim DUE muss man dann eine praktische Flugprüfung absolvieren mit einem Experten. Verschiedene Flugmanöver, eine Sacht in gewisser Zeit und eine Landung und einfach so Flugplanung und so Geschichten. Hast du nebst all den, dem Hempel da und den Schildern auch eine Drohne dabei oder ist das eine ganz kleine? Also eine Mavic, hast du die im Sack oder wo hast du die? Mavic, die habe ich daheim. Heute haben wir Phantom 4 Pro mit. Das sehr gut, da sehen wir mehr auf dem Display. Die kennst du schon. Ja, kennen. Ja, natürlich nicht gleich wie du.
an dies und ein Erlebnis gehabt. Haben wir einen Kollegen, der eben auch Piloten sind, gesagt, mein Gott, dort hoch, Starkstromleitung, dort darfst du nicht fliegen. Und dort im Einflussbereich eben von einem Flugplatz darfst du nicht fliegen. Also ich habe schon festgestellt, es ist wirklich heikel, heikel. Und es ist einfach ungefähr, als muss Prüfungen machen. Genau. Und darum bin ich auch so gekennzeichnet, dass die Leute wirklich sehen, es ist nicht einer, der da versteckt hinter einem Bus steht, sondern ich zeige immer, hier bin ich, offiziell. Man hält sich an Gesetz und man tut das offiziell filmen. Und darum habe ich auch sehr positive Erfahrungen gemacht mit diesen Schildern, genau, und mit dieser Weste und so weiter. Wenn es so Kinder sind oder Gäste im Schloss oben, das spielt dann keine Rolle? Das spielt eine Rolle, wenn man sie würde kennen. Ja. Aber solange sie nicht erkenntlich sind, ist es eigentlich gleich. Es ist ähnlich geregelt wie Google Street View. Viele kennen Google Street View, wo das Google-Auto durch die Straße fährt. Sobald Leute erkenntlich sind, muss man die verpixeln, unkenntlich machen oder auch Autonummern dürfen keine ersichtlich sein. Das ist ähnlich geregelt vom Datenschutz wie bei Google Street View. Das lernt man alles auch, nehme ich an, bei den Prüfungen. Genau. Ja. Aber wir werden jetzt hier sowieso so hochfliegen, dass da keine Leute werden erkennbar sein. Also hoch, das heisst Maximum 100, oder nehme ich an? Ja, höher bringt gar nichts über dem Schlossturm. Wir machen jetzt mal eine Umkreisung vom Schlossturm und vielleicht noch so eine Annäherung. Aber du, apropos, ich merke es, es ist ja Lüftchen, man hört zum Teil auch ein Mikrofon. Ist das nicht noch heikel? Es geht, solange man irgendwie nicht im Lauf und Lehen, dass man das ein bisschen schauen, wie vom Wind her, dann geht es einem. Ich bin zum Beispiel auch Gleitschirmpilot noch und weiss von dort her viel vom Wind her, was jemand mag leiden und was nicht. Gell, und nie ins Lauf brünzeln, gell, sagt man auch. Es gibt nasse Hosen. Gell? Ja. Gut, also einfach gegen den Wind und mit dem Wind. Aber die Winde sind mal unten und oben noch etwas anders, oder? Und wenn du nach dem Schloss herkommst, gibt es so wie Fallwind um den Turm herum? Es gibt einen sogenannten Lee-Effekt. Das heisst, wenn der Luft jetzt von der ganzen Erkunde, wir sind hier hinten, dann müssen wir auf dieser Seite ein bisschen aufpassen wegen sogenannten Lehwirbel. Wobei ich muss sagen, die heutigen Drohnen sind relativ gut selber stabilisiert. Aber es ist ein Vorteil, wenn man die Windströmungen natürlich jemanden einschätzen kann. Ja, dann holen wir die Drohne mal. He? Okay. Ja, ich sehe schon. He? Das ist ein DJI 4 Pro oder was? Genau. Du nimmst immer in diesem Schächtel mit, gell? Das ist noch praktisch. Ich habe sonst auch noch einen Rucksack, den ich rein tun kann und habe es sonst in diesem Schächtel. Beim Filmen natürlich nicht runtergeschaut und schon das Stäbchen hier unten überworfen. Ja, unglaublich. He? Ja, das stellen wir natürlich wieder auf, ist logisch. Was mir auch schon passiert ist, gell? Jemand stellst du es an und dann musst du ein Update machen. Ist dir das nie passiert? Richtig, ja. Das kontrolliert man einmal, dass man die letzte Firmware drauf hat, von der Elektronik her, dass man da immer auf dem aktuellen Stand ist. Das Gleiche ist auch bei der App, wo man es steuert, dass man dort die aktuelle Version drauf hat, die entsprechend kompatibel ist natürlich mit der Drohne. Ja. Weil ich dann eben einmal das Update machen wollte, hatte kein Netz gehabt, und das war es dann mit der Aufnahme von der Drohne. He? Das sind Sachen, die man daheim sollte theoretisch anschauen. Auch zum Beispiel, was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, wegen dem Daily Airspace Bulletin. Das ist so ein Bulletin, wo vom schweizerischen Luftraum jeden Tag eine Meldung kommt, was da für die Einschränkungen könnte geben. Ja. Muss man auch daheim anschauen. Es könnte zum Beispiel sein, dass eine militärische Übung ist oder ein Helikoptereinsatz oder sonst irgendetwas. Und dann darf man temporär nicht hier fliegen. Und das sieht man in den Bulletin, wo man eigentlich daheim schon anschaut. Aha, ja. Ja, dann schauen wir mal, wie du das aufbaust. Da. Schwarz und grau, gell? Genau. Wenn man es falsch herentut, läuft gar nichts. He? Zum Glück geht es gar nicht falsch, aber es würde nichts gehen. Ja. Also ich tue die Propeller immer kontrollieren, nochmal separat, ob die wirklich heben. Also ein sogenannter Pre-Flight-Check, wo auch noch andere Sachen dazugehören, wo man auf der App dann schaut, Akkuspannung, Satellitenqualität usw. So weiter. Das ist ein sogenannter Pre-Flight-Check, den man vor jedem Flug dann noch sollte durchführen sollte. Genau. Und gell, auch wenn man schon so professionell wie du unterwegs ist, eine kleine Restnervosität ist immer da, nicht? Das ist natürlich schon der Fall. Ja. Am Anfang ist man vielleicht ein bisschen nervöser und mit der Zeit, wenn man sieht, dass die Drohne auch wieder zurückkommt, dort, wo sie sollte, würde man dann ein bisschen lockerer. Genau.
Du machst es jetzt ohne Kabel. Nein, das kommt schon dran. Gell, das ist ein Vorteil. Bei der vormaligen Drohne hast du das Kabel nicht gehabt. Da hast du mal Verbindung verloren. Einmal hast du es mit dem Telefon gemacht, hat man über telefoniert. Sie hast ja Sachen erlebt. Eben so, ich muss sagen, ja. Nicht gerade immer sehr professionell unterwegs sein. Genau, das hat natürlich eine riesen Entwicklung gegeben, die auch vom Material her gewisse Vorteile hat. Ich sehe schon, du hast vorhin noch voll aufgeladen. He? Du überlässt nichts dem Zufall. Richtig, das sind Sachen, die ich am Anfang dann halt etwas vergessen habe. Und dann habe ich natürlich genervt, wenn ich so an einem Einsatzort war und gesehen habe, ja, der Akku ist zu wenig geladen oder irgendwie die SD-Karte vergessen oder was auch immer. Das sind natürlich Sachen, die man dann aus Fehlern lernt, weil man dann einfach nicht fliegen kann und nicht filmen kann. Genau. Da geht es jetzt, aber wenn man so einer. Beim Maienfelder Film bin ich dann halt zum Teil in der Alp oder auf einem Gipfel da oben gewesen. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man irgendwie 2 Stunden gelaufen ist und merkt, dass man irgendwie das Kabel vergessen hat, wo mir übrigens mal passiert ist, dass ich irgendwie 2 Stunden für nichts gelaufen bin. Ja, und der Maienfelder Film, der ist wirklich hervorragend gemacht. Also wer schon mal getrönelt hat, da merkt man auch, da bist viel unterwegs gewesen. Das sieht so locker und einfach aus, aber das täuscht, gell? Da ist man einige Stunden unterwegs, ja. Aber es ist ja auch ein gewisses Hobby, das man genau. Mit Wandern noch verbinden kann. Ja. Jetzt was auch gut ist, gell, da die umtrüllen und drehen, den GPS einstellen, das erübrigt sich jetzt meistens bei diesen neuen Drohnen. He? Das tut sich selber kalibrieren. Sobald es grün ist, ist okay. He? Ja. Hast du jetzt schon etwas drauf? Also da sind die sogenannten Informationen von der Drohne, die man natürlich vor man in die Luft geht, mal alles durchcheckt. Sehe ich Temperatur, die Akkuspannung, die Satelliten, die Anzahl Satelliten, die wir haben. Da sehe ich gesamt Ladung vom Akku von der Drohne. Und da unten sehe ich zum Beispiel, wie viel Speicher der Testkarte hat und so weiter. Man sieht verschiedene Sachen da drauf. Die Höhe kannst du einstellen, maximale Höhe etc. und so weiter natürlich. Richtig, ja. Ich muss schnell mal schauen. Gut, und jetzt sind wir natürlich hier unter einem Baum. Genau. Wo nicht ideal ist zum Starten. Wir müssen jetzt ein bisschen weiter führen. Dass wir senkrecht einmal starten können. Genau, das machen wir. Gut, jetzt startest du die Drohne, schaust ein Retter, kommt ein Auto, fahrst eine Schulklasse gekommen. Also eine Aufmerksamkeit können wir uns nicht beklagen. Gell? Die starten jetzt einmal. Dann lohne ich sie meistens so in 2 Meter Höhe noch schweben. Um zu schauen, ob sie stabil in der Luft liegt, ob alles in Ordnung ist. Und erst, wenn ich nachher sehe, dass alles sauber dreht und alles in der Ordnung ist, dann gehe ich zum Objekt, fliege ich näher. Und du schaust der dann immer nach, gell? Ja, Sichtkontakt ist auch vorgeschrieben. Ich habe sie. Jawohl, ich sehe sie noch knapp. Die Schlossbetreiber haben übrigens auch vorgewarnt, dass wir heute kommen und hier drehen. Das Information ist immer sehr wichtig, dass man die Leute informiert, was man macht und warum man es macht. Jawohl. Und jetzt gehst du hier her und jetzt, was machst du jetzt genau? Was stellst du jetzt ein? Gut, jetzt lassen wir sie mal dort stehen, über dem Schloss. Jawohl. Das hast du, denke ich, auch schon gemacht. Jetzt stellen wir mal die Kamera auf senkrecht stellen. Also ist Point of Interest, so irgendwie? Genau, das ist genau. Point of Interest. Fliege ich da, kann ich da schauen, dass ich gerade über den Schlossturm herkomme. So schauen wir über die Sonne. Ja, genau. Gut, man sieht es auch nicht, aber du musst jetzt den Radius einstellen, gell? Alles Mögliche da. Jetzt oder hast du schon voreingestellt? Ah, manchmal hat man etwas gesehen. Ja. Jetzt sieht man eigentlich das Schloss gerade vor. Ah, ja, genau. Schaue ich, dass ich mit dem Fadenkreuz mehr oder weniger senkrecht oben dem Schlossturm bin. Kommen jetzt schon mehr Spiegel drauf als etwas anderes, aber gut, das ist ja gleich. Man sieht es noch im Film, wo es ja, genau. Und man sieht, sie steht jetzt dort stabil da oben. Jetzt komme ich noch ein bisschen oben runter, dass wir nicht zu hoch sind. Ja, da brauchst du gute Augen, gell? Ja, es ist halb gegen die Sonne. Jetzt bin ich vom Dings 77 Meter habe ich die Höhe. Die Höhe, ja. Von uns weg über dem Schlossturm sind es etwa 20 Meter. Und die Distanz ist 83 Meter. Das sind nicht die Daten. Mehr, nicht mehr, ja. Gut, jetzt können wir da mal, kann ich da her wieder genau. Schatten. Kannst du ein Maximum, kannst du etwa 800 Meter fliegen, nehme ich an, oder?
Einfach Sichtdistanz ist eigentlich. Ja. Es kommt immer darauf auf die Beleuchtung auch ein bisschen drauf an. Genau. Jetzt gehen wir auf das Point of Interest. Dann, wo man 13 im Uhrzeiger sind, oder? Man kann wählen, ja, Uhrzeiger sind oder gegen Uhrzeiger sind. Wir gehen jetzt einmal im Uhrzeiger sind um. Soll ich die mal programmieren, fliegen zurück. Du hast jetzt einfach HD 50p, also 50 Bilder ist jetzt 50 drin, Frame pro Sekunde, ja. Und Full HD. Das ist 1080 x 1930. Das ist so ein übliches Format. Man kann auch 4K oder 2K mit dieser Drohne, aber ich denke, von der Auflösung her sind zum Teil die Geräte, Fernsehgeräte noch gar nicht eingerichtet. Genau. Die neuen, das langt. Und wenn du jetzt 2,7 oder 4K machst, dann hast du nur 25p, gell? Nein, das kann ich auch verstellen. Dort. Kannst du auch kann ich wählen. Ja. Also, ich kann bis 60 oder sogar 120 Frames gehen. Ah, mit der Pro jetzt. Was so, natürlich ja. Sinnvoll ist, wenn man Zeitlupenaufnahmen macht, ja, dann ja. Ist es gut, wenn man eine höhere Framerate hat, dass man es langsamer laufen kann, ja, und nachher ja. Im Schnittprogramm. Wir sehen jetzt hier, jetzt fängt sie dort oben an zu drehen. Ja, probieren wir mal. Also, ich zeige euch mal weiter, dass wir weg sind vom Schloss. Das Drehen sehen wir dann natürlich nachher eher, denke ich, im Film drin. Mhm. Und du. Eben, und da wäre jetzt etwas, das machst du jetzt einfach am Morgen aus Einwelten-TV. Aber da wäre jetzt etwas, das könnte man dir jetzt wirklich auch beauftragen, oder? Genau, wenn jemand das Film will, für privat vom Haus oder für ein Event oder für einen Werbefilm für eine Firma, wo er irgendwie ein paar schöne Aufnahmen will, dann kann man das. Und das gibt natürlich sehr einen schönen Effekt, auch für Social Media, wo heute sehr ein großes Thema ist. Ja. Und so weiter. Oder für die Webseite, dass man es auf die persönlichen Webseiten aufschalten kann, wirkt natürlich sehr gut, so ein Film. Und man ist auf der sicheren Seite, weil du eben natürlich eben eine Prüfung hast, oder? Das, genau. Ja, ja. Jetzt gesehen. Ist das bezahlbar denn? Das ist sehr günstig, ja, sage ich jetzt mal. Also günstiger als wenn, sage ich jetzt mal, ich mache es ja mehr als so halb professionell, auch hobbymäßig. Und darum kann man da sicher einen guten Preis machen. Gut, und wie man jetzt, wenn man den Film jetzt sieht von Meierfeld, ist schon sehr, sehr profimäßig, muss man schon sagen, gell? Der ist gut angekommen, ja, bei der Bevölkerung. Und jetzt bist du an Luzain, Brettigau. Genau. Kletterer hast du noch, gell? Und alles Mögliche. Kletterer, Biken ist dort das Thema. Schwimmbad. Schwimmbad ist natürlich sehr ein sehr delikates Thema. Weil dort muss man natürlich den Datenschutz speziell einhalten und die Leute informieren. Mallorca hast du ja schon mitgehabt, gell? Genau, jawohl. In der Ferien, jetzt nächste Woche, gehen wir auch wieder auf Kärnten. Dort nehmen sie auch mit. Oho, wo hier auf Kärnten? Ja, so ein Wörthersee. Dort. Aha, ja. Genau. Weißt du, meine Frau kommt von Kärnten. Ah, okay. Ja, dann kannst du dir den Film zeigen, dann kann sie den Heimatgefühl erwecken. Ein Schloss am Wörthersee. He? Dann musst du dort dann auch immer Bewilligungen einholen. Genau. Nein, dort kommt halt darauf an, man muss halt schauen dann auf die Treppe. Jetzt muss ich schnell, dann muss ich mich da schnell konzentrieren. Ja, genau, ich schnorre und schnorre und schnorre. Ja, also, liebe Leute, also, eben, wie gesagt, ich fliege selber auch Drohnen, aber natürlich keinesfalls so gut wie der Marco Schnell. Und, gut ist relativ. Ja, aber auf jeden Fall, also, du, ich merke schon, also, ich könnte da einiges lernen. Auch wenn du mit stoischer Ruhe da bist. Du hast ja vorher gesehen, drei Batterien angezeigt, was würde jetzt passieren. Nach einer Viertelstunde ist das ja aus und vor, wenn die Batteriespannung zusammenkommt. Dann sollte die Drohnen alle sogar merken, dass der Akku noch berechnen, was es braucht, um zurückzukommen und entsprechend zurückzukommen. Aber so weit lassen wir es natürlich gerne nicht kommen. Auf Aufnahme hast du gestellt, he? Ja, das ist drauf. Das ist mir auch schon passiert. Verlautender Nervös. Genau. Du, dir auch schon. Du machst mich natürlich jetzt auch noch nervös mit der Kamera, aber ich hoffe, dass es dann gleich ein paar brauchbare Aufnahmen gibt. Natürlich. Jetzt haben wir eine schöne Umkreisung eigentlich mit einem Radius von etwa 30 Metern, wo eigentlich gute Perspektiven gibt, oben runter. Jetzt lassen wir sie mal chattern noch einmal um. Und dann komme ich dann landen. Dann können wir vielleicht vorne noch eine Frontaufnahme machen. Dort. Das heisst, dann müssen wir raufgehen, gell? Genau. Ja. Man kann auch Geschwindigkeit noch regulieren, aber ich denke, zu schnell bringt es einmal nichts, sonst wirkt das Bild nervös. Genau. Jetzt lassen wir sie noch einmal um und dann komme ich landen. Dann tun wir auch einen anderen Akku rein, dass wir dort genug Reserve haben. Genau. Finden. Aber gell, so eine gewisse Ruhe braucht es schon. Also ganz ehrlich gesagt, ewig so ein Filmer im Rücken wäre ein bisschen mühsam. Richtig, ja. Das gibt dann wahrscheinlich nicht die Aufnahmen, die man wirklich will. Ja.
Die Kletter hast du aufgenommen, gell? Da hast du auch nicht den Haufen mal können üben. Also hast du dort vor allem einen Fotografieauftrag gehabt, aber hast du denn die auch aufgenommen? Hast du nicht lang können üben? Also manchmal gibt es ja auch nur eine Möglichkeit, oder? Kletter, die kommen erst. Die kommen, die Szenen haben wir noch nicht drin mit den Klettern. Weißt du, die auf dem Seil? Meine ich. Aha, die Dings. Ja, selbst ist ein Zufall gewesen, dass man die gesehen hat. Dort hat man eigentlich nur eine Chance gehabt. Aber dort machen wir noch mal ein schönes Film für YouTube. Dort. Aber ist doch jetzt schon hervorragend. Du hast ja so noch Ansprüche. He? Magst du es der Wind merken übrigens? Musst du jetzt ein bisschen gegensteuern, oder? Nein, jetzt ist er relativ stabil. Aha. Jetzt drücke ich hier auf Stopp und dann tun wir den Modus abbrechen. Und genau. Dann kommen wir hier wieder. Wir sehen es jetzt dort. Kommen wir wieder oben runter. Da. Also Stopp ist jetzt mit der Taste gedrückt, nicht auf dem Display, habe ich gehört. He? Genau. Ja. Und da fliegst du jetzt, wo kommt sie? Jetzt kommt sie hier runter. Wir müssen jetzt schauen wegen der Sonne dort. Ja, genau. Ich sehe sie jetzt nicht, aber es müsste irgendwo. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da wieder unter den Baum reinkommen, genau. Zum zu landen. Hopp, schau, und da ist sie doch. Gut, jetzt kommen wir ein bisschen zurück. Gut. Ja, Herr. Tipptopp. Weißt du, was mir schon passiert ist? Jetzt gerade am Schluss da, gell? Weißt du, auf einer Kiesstrasse. Und dann stellt sie etwas zu wenig schnell ab und dann hat sie sich auch etwas trüllen. So. Hast du das noch nie gehabt? Mal, dort hat sie natürlich so einen geraden Untergrund. Und darum ist es wichtig, dass man mal einen Ort sucht, wo sie einigermaßen gescheit kann starten und landen, wegen der Stabilität auch. Es ist ein Schade, wenn die Rotoren am Boden kommen. Genau. Genau. Hast du jetzt zum Abstellen ins Kreuz gestellt oder einfach links ganz abgezogen und gewartet? Links ganz abgezogen. Ja. Ich tue immer manuell. Man könnte ja auch automatisch landen. Ja. Aber ich mache es in der Regel manuell. Und jetzt gehen wir eben quasi hinter das Schloss. Jetzt machen wir dort noch eine Sequenz. Genau. Gut.